Rob and the Raff, so sagt der Öscher. Und wir stehen unten im Canyon und fliegen wieder zurück. Die Cessna zurück nach Grand Canyon Airport. Und die Beaver fliegt in eine andere Richtung. Sie fliegt rüber ins Marlboroland. Und ich habe mir etwas Zeit gelassen, sodass wir mit dem letzten Büchsenlicht fliegen, um etwas die Farben, die möglich sind, mit dem FSX herauszuarbeiten. Pax, ich wünsche viel Spaß dabei. Zurücklehnen und genießen. Unsere Wege haben sich getrennt. Ich drehe Kreise und hänge die Beaver dabei voll an die Latte. Das ist direkt vorm Strömungsabriss. Ich brauche 3 Runden, um bis oben an die Kante zu kommen. Mein Fluglehrer macht bei diesen Übungen immer ein etwas bedenkliches Gesicht, ziemlich verkniffen. Es ist auch nicht so ohne, kurz vor Strömungsabriss Kurven fliegen, eine der häufigsten Unfallursachen. Wir sind wirklich spät dran. In Deutschland machen dann die Flughäfen einfach zu oder die Landeplätze. Hier kann man in den USA kann man mit dem Transponder auch nachts landen und sich selbst die Flugplatzbefeuerung anmachen und wieder ausmachen. Bezahlung inbegriffen. Yeah. Ich habe meine Höhe erreicht, habe mich hochgeschraubt und fliege jetzt rüber Richtung Marlboroland. So, dann wünsche ich euch, der Cessna, noch viel Vergnügen. Ciao, wa? Thank you.
hoffe, es hat gefallen. Es war ein wunderbarer Flug. Zwar an der Leistungsgrenze der Cessna, aber es hat alles geklappt. So wie immer. Wir sind zurück. Jetzt kommt noch die Landung und die Landung heißt heute mit Seitenwind. Ich fliege also etwas schräg an und bekomme im letzten Augenblick die Maschine nicht mehr ganz gerade. Wenn man dann so aussetzt, das kann man in der Simulation nicht sehen, aber im Realen, dann fängt das Fahrwerk an zu vibrieren. Es geht dann brrrr und dabei das Reifen quietschen. Nur einen Moment. Aber sie halten es aus. Das ist kein Problem für eine Cessna. Sie ist so etwas wie eine Lebensversicherung. So, das war's für heute. Schön, wa? Wir haben eine Toilette, ey. Wir sind am Baum.